Ja, mein Name ist Ralf Eble. Ich bin bei Allgäuer Automotive Geschäftsführer und dort verantwortlich für die Produktion. Mein Name ist Ralf Schmidt. Ich bin bei Autoform verantwortlich für das Büro in Esslingen und seit knapp 38 Jahren in der Blech und Form tätig und betreue unter anderem die Firma Allgäuer Herrn Eble. Ja, wir als Systemlieferant im Automobilbereich stehen natürlich vor verschiedenen Herausforderungen. Auf der einen Seite natürlich die große Herausforderung der Elektrifizierung, das heißt vom Verbrennungsmotor, vom Verbrennungsantrieb zu dem Elektroantrieben. Wir stehen aber natürlich auch unter großem Kostendruck. Der Wettbewerb ist sehr, sehr aggressiv in unserem Umfeld und auf der anderen Seite werden auch die Entwicklungszeiten unserer Produkte immer kürzer. Wir versuchen mit unseren Partnern wie Allgäuer die Prozesskette im Engineering deutlich zu verkürzen, um dort Kostenvorteile zu generieren, was die Herausforderung gegenüber der Konkurrenz aus Asien oder wo auch immer sie herkommt, hier in Deutschland und Europa zu behalten. Und das ist unser Ansatz, diese Prozesskette effizienter, schneller und kostengünstiger zu unterstützen. Ja, wir haben also in der Tat schon viele Prozesse digitalisiert. Auf der einen Seite natürlich im Produktengineering, Process Engineering, aber auch in administrativen Bereichen, selbstverständlich auch in der Produktion. Wir haben also an einer unserer Pressenstraßen bereits vor knapp 2 Jahren mit der Digitalisierung gestartet. Und was wir gelernt haben, ist auf der einen Seite, wir müssen die Hard- und Software managen. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Und was aber auch viel wichtiger ist, ist, wir müssen die Menschen gewinnen, die Menschen begeistern für die Digitalisierung. Denn oft ist es so, dass die Digitalisierung ja erstmal Ängste bei uns Menschen hervorruft. Und was super wichtig ist, ist für uns alle zu erkennen, dass wir die Digitalisierung als Chance für uns Menschen erkennen. Es ist erkannt worden, dass wir nicht mit einer Optimierung einer Produktkette oder Einzelkette arbeiten, sondern wir müssen wirklich die gesamte Kette analysieren. Das bedarf einer Zeit und immer ständiger Prozess, Optimierung, Analyse, Optimierung. Wie Herr Eble gesagt hat, man kann viele Daten erzeugen, man muss aber die richtigen Daten erzeugen und auch richtig analysieren. Was wir brauchen, ist sicher nochmal einen höheren Durchdringungsgrad der Digitalisierung. Was wir auch lernen, ist, dass wir dann die Daten im Team mit unterschiedlichen Disziplinen im Team analysieren und daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Wir bauen ein Team dazu und jetzt bedarf es, diese Teams dementsprechend auszubilden. Und dazu gehört viel, mit den Menschen zu arbeiten und die davor, wie am Anfang gesagt, als Chance zu sehen und nicht als Bedrohung. Wir für unser Unternehmen können definitiv sagen, mit einer Partnerschaft mit Autoform, mit unserem Team, wir werden alles tun, um möglichst schnell voranzuschreiten. Vielen Dank. Danke.